das Thema ist vermessen, ausgehend eigentlich vom Südpol, vom Srinka, wo vermessen sozusagen ja das Kernthema ist, aber vor allem ist vermessen in seinen vielen Synonymen, in seiner vielfältigen Bedeutung ein Zentralthema dessen, was wir im Theater machen. Over the period of 1911 to 1912, two teams were racing to be the first people ever to reach the South Pole. We call it some kind of double opera or two operas in one, because we technically really have those two teams. Drama über Künstler und ein Drama über Kunst. Für wen macht man eigentlich Kunst? Und was ist die Aufgabe von Kunst? Kunst und Regeln, großes Thema. Was ist das Neue, was sind Regeln, was ist das Alte? So, was ist etwas konservieren, etwas behalten? Was ist etwas aus dem Gefühl herauszumachen? Was ist etwas anhand von einem Regelwerk zu entwickeln? Ich habe Meistersinger vor vielen Jahren mal Konzertant gemacht, damals beim Edinburgh Festival, und seitdem das Stück nicht mehr angefasst. Aber eigentlich nicht, weil ich Angst davor hatte oder weil ich dachte, es ist zu früh, sondern weil es sich einfach nicht ergeben hat. Und insofern steht das schon sehr lange auf der Warteliste und darum freue ich mich sehr, dass ich es jetzt mache. Die ganze Thematik von La Juive ist auch ein Zeichen von Grand Opéra. Die Thematik von Grand Opéra war immer politische Handlungen, die Konflikten zeigen können. I think it will be a big challenge for me to sing this role, because it will be my first big role in French. Dieses Stück ist ein Stück über Obsessionen und Halluzinationen. Das ist kein Stück, das subtil ist. Dieses Stück ist ein russischer Expressionismus. Das bedeutet, dass die Emotionen und die Leidenschaft muss durch den Körper und die Stimme kommen. Das muss eine fast unerträgliche Kraft und Leidenschaft haben. Diese prokofjewsche Musik ist einfach so emotional und so trifft die Charaktere so sehr auf den Punkt. Wenn es gelingt, ein Cocktail aus teuflischen Ingredienzen zu kredenzen, aus Schönheit und Zerstörung, Verstörung, dann erreicht der Regisseur viel. It will be interesting to see the take of an Italian composer on this classic, which is Faust. Ja, also ich liebe diese Musik einfach. Also es hat etwas wahnsinnig Lebendiges und Lebensfrohes. Es kann auch irrsinnig tragisch sein, aber was ich sehr, sehr mag an Rameau, es ist auch eine gewisse Zartheit in der Ausübung, in der Instrumentierung, dass man mit der Stimme wahnsinnig viel Freiheiten dynamisch gesehen auch hat. Das ist für uns Seite für Seite eine Offenbarung dieser Oper. Und ich habe es noch nie dirigiert. Und das ist so eine Entdeckung für mich jetzt, diese Partitur. Ich kann nicht warten, es zu dirigieren.